Also die dynamischere und die weltläufigere war meine Mutter. Der Vater war also sehr lokal gebunden, also nicht so weitläufig orientiert. Und sagen wir, die Tendenz zu Theater und Kultur, da war, die war bei meiner Mutter deutlicher betont wie beim Vater. Ja gut, wie, was heißt geprägt? Wir waren wirtschaftlichen Schwierigkeiten ausgesetzt, also was heißt wir, meine Eltern und ich. Also als ich geboren wurde 1923, da war ja also die große Inflation. Ja. Es gab in unserem ganzen Umfeld natürlich viele Menschen, die an den Nachfolgen des Ersten Weltkrieges zu leiden und zu nagen hatten. Die wirtschaftliche Situation in Deutschland war ja nicht so blendend. Also im Vergleich zu jetzt gab es damals solche Ressourcen von allen Seiten nicht. Und das hat natürlich auch, sagen wir, auf die Möglichkeiten, die die Menschen in ihrer, sagen wir, in ihrem privaten Bereich, in ihrer Freizeit, gestalten konnten, die waren also viel schlanker und schmaler als im Vergleich zu den jetzigen Möglichkeiten. Da hat das Arbeitsleben, hat das Leben bestimmt und nicht die Freizeit. Also ich war ein, ich glaube, ein deutlicher Spätzünder. Also es gibt ja unter Kindern welche, die sind in der Dynamik und in allem etwas voraus. Und ich habe immer zu denen gehört, die also bedächtig ein bisschen hinterhergegangen sind. Das hat bei mir erst, wie ich vielleicht sagen wir so 14, 15 Jahre war, hat die innere Dynamik ist aktiver geworden. Vorher war ich so mehr ein Zugucker. Also ganz wenige, die irgendwo sind es, also ich kann ja auch nicht behaupten, dass ich nur etwas jung bin. Ich habe meine Jahresringe genauso an mir. Aber die haben sich in ihrem Verhalten so, oh, nee, da können wir uns nicht sehen, da ist so spät, da kommen wir nicht mehr mit der Straßenbahn heim und so. Also man kann sich mit diesem Verhalten keine Gemeinsamkeit mehr erkennen. Der Einzige, der noch ein bisschen dynamisch ist, das war der Rolf Mailänder, aber der lebt in Mailand. Ja? Das ist ein bisschen weit weg, um sich täglich zu treffen. Ah, doch, wir sehen uns ja jede Woche und noch öfter. Aber mit dem bin ich ja nicht in die Schule gegangen. Ja? Den habe ich erst später, so ab 1954, 55, ab da kennen wir uns dann. Also ab meinem 10. Lebensjahr habe ich eigentlich jede freie Minute im Theater verbracht. Das war wie so jeder anfängt. Zunächst hat man in der Statisterie mitmachen dürfen. Dann war man so ein bisschen Eleve. Also Oper und Schauspiel, da hat also die Schule musste natürlich auch sein, da konnte man ja nicht ausweichen. Ja, aber da hat eigentlich schon sehr früh mein Leben stattgefunden. Also der mich interessierende Teil des Lebens. Also ich war dann hier am Staatstheater, war ich Assistent. Und also ich habe halt eine Schauspielausbildung gemacht, dann im Theater die Assistentenarbeit angefangen. Und dort habe ich dann den Hans Gottschalk kennengelernt. Also der war ja bei der Gründung des Senders 1953 mit dem Jedele, mit dem Martin Walser, mit dem Franz-Peter Wirth. Und ich habe ja 1954 wurde die erste Sendung ausgestrahlt. Und da war ich noch auf der Schauspielerseite. Und dann haben die sich natürlich interessiert für Theater, weil sie das gebraucht haben für ihre Arbeit. Und so haben wir uns angefreundet und dann
ist das am Staatstheater ist eine Phase eingetreten, die mir nicht mehr so ganz gefallen hat. Und da bin ich mal, nachdem die Proben vorbei waren, zum Hans Gottschalk auf den Kindesberg auf und habe gesagt: Hans, also mir gefällt das nicht mehr so. Dann hat er gesagt: Du bleib da. Und da war im Nebenraum ein Riesengeschrei. Da hat er gesagt: Du bleib ein bisschen da, der Wirt schmeißt gerade seinen Assistenten raus. Und dann haben sie mich am 2. Januar 1958 als Assistenten angestellt. Und ich war natürlich schon am Theater, habe ich sehr zur Regieseite tendiert. Also so hat der Weg zum Fernsehen stattgefunden. Wissen Sie, damals waren die Ausbildungsgänge, es gab noch keine, die Schauspielakademien gab es in ganz Deutschland noch nirgends. Das waren alles Einzelausbildungen. Pro Jahr durfte nur einer Schüler der Württembergischen Staatstheater werden. Und das war ich. Und dann haben die Schauspieler, die Dramaturgen, haben uns ausgebildet als Schüler der Württembergischen Staatstheater. Also so hat der Ausbildungsmodus damals stattgefunden. Und da waren wir natürlich immer mitten im Geschehen drin. Ja, nur über das Fernsehen, über das beginnende Fernsehen, das sich also schon ab der ersten hier in Stuttgart stattgefundenen Sendung schon mit da involviert war. Ja, und dann auch, sagen wir, die Kontakte zum Justus, zu anderen, die man kennengelernt hat, neugierig deren Arbeit betrachtet. Ja. So ist das entstanden. Das war, also ich hatte ja eine Zeit lang so eine zwei Funktionen. Ich musste noch, glaube ich, 3 Jahre lang meine Funktion als Regieassistent ausüben, habe aber dann die ersten Filme selber gemacht. Und die ersten waren Filme für unser Nachmittagsprogramm. Das war also Kai aus der Kiste, die Fernfahrer und alles das. Also so kam dann, also ja gut, also ein Regieassistent, das war damals der Ausbildungsgang zum Regisseur. Ja? Das war Kai und der Kiste. Was heißt Erfolg? Wenn die nicht an sich gewesen wären, ich kann das, hätten mir den nicht gegeben. Und es hat funktioniert. Ja? Aber sie war an der Beurteilung der Arbeit waren ja damals alle beteiligt. Ich meine, der Verein war so klein. Wir sind immer mit den anderen Abteilungen zusammengesessen und haben mit denen geredet und die waren unbarmherzig in ihrem Urteil. Also da konnten wir uns keine lauwarmen Sachen leisten. Wir haben eine kleine Mannschaft, eine ganz kleine Mannschaft Programm gemacht. Also Dokumentarabteilung, das war der Huber und dann waren die der Ertl dabei. Dann bei uns beim Fernsehspiel, da war der Hans Gottschalk, war der Strübel da, der Picke dann teilweise. Da gab es eine Sekretärin, ja, und da musste halt alles gelupft werden. Oh Gott, das ist jetzt schwierig. Also Erlebnis könnte ja nur etwas sein, das einen in Erinnerung bleibenden negativen Touch in einem zurücklässt. Da kann ich mich eigentlich nichts erinnern. Ja Gott, wir hatten unsere Schwierigkeiten, die mussten bewältigt werden. Ja. Und dass wir dann, sagen wir, mit der Detektivstory so gut ankommen, und zwar in der ganzen ARD, und dass wir mit unserer Dokumentarabteilung ja eine Crew beisammen hatten, die, ich glaube, im Vergleich zu den anderen Sendern sehr früh die Nase vorn hatte. Das war natürlich für uns auch wieder eine Stimulanz. Ja. Wenn nicht die Arbeit, die Aufträge, die ich bekommen habe, wenn ich die nicht gut gemacht hätte, da gab es keinen Schutz, da hätten sie mir nichts mehr gegeben. Ja? Also was heißt glatt gelaufen? Ich musste immer was bringen.
Die habe ich dann noch am Staatstheater kennengelernt. Die war Schauspielerin, hat da die Anne Frank gespielt. Eine Schweizerin. Und wir haben dann 1961 geheiratet. Aber da war ich ja gerade dann 3 Jahre im Geschirr beim Fernsehen. Gut, aber die Anforderungen oder die Richtungen wurden durch den Beruf gegeben. Da hat man sich dann halt einordnen müssen. Da gab es kein Ausweichen in private Verwirklichungen hinein. Nee, das war nicht stressig. Meine Frau war, vor sie in Stuttgart am Theater gespielt hat, war sie eine der ersten Schweizer Fernsehansagerinnen. Also die hatte ja auch schon die Tendenz in die Richtung. Hat also nochmal, die Notwendigkeit des Berufes haben unser Leben bestimmt. Wir haben alle damals gestrampelt um dieses kaputte Deutschland wieder. Was heißt wir? Jeder hat versucht, dabei irgendwo einen Teil beizutragen, dass da wieder etwas entstand aus dem Trümmerhaufen. Wir sind ja auch, ich kam erst 1950 aus Aserbaidschan zurück. Ja? Bei uns ist das Leben nicht so ganz glatt marschiert. Nein, da war ich in Kriegsgefangenschaft. Also der Krieg hat ja 1945 aufgehört. Und dann kam ich zuerst so in Gefangenschaft in Ostpreußen. Dann wurden wir abtransportiert Richtung Litauen. Und mein Gott, ich war erst 22 Jahre alt. Ich wollte arbeiten, ich wollte heim, ich wollte nicht irgendwo hin. Und da sind wir zu zweit ausgebrochen und haben uns durchgeschlagen. Also immer nur bei Nacht. Von Tilsit bis 2 Kilometer vor der Weichsel. Und dort haben sie uns dann erwischt. Und dann kam ich in ein Lager in Aserbaidschan. Dort durfte ich, wie nennt man das, am Aufbau des Sozialismus mit teilnehmen. Naja, da wurde also vor der Asuam-Damm gebaut wurde, war der Kura-Staudamm dort der größte Staudamm der Welt. Und dort war ich vom ersten Schritt an 4 Jahre, habe ich dort gearbeitet. Und dann ab 1950 war ich wieder in Stuttgart und konnte man sich endlich wieder um das eigentliche Leben kümmern. Nein, wissen Sie, in Aserbaidschan, da gab es zwar jeden Tag wurden vom Lager so zwischen 50 und 100 Toten ausgetragen, aber das war kein Krieg. Der Krieg war schlimmer. Also da kann man, das kann nur einer begreifen, der daran teilnehmen musste. Also das möchte ich keinem wünschen, auch nur eine Minute. Überleben war das einzige Interesse, das man hatte. Überleben und anderen beim Überleben helfen. Also ich bin 42, habe ich das hieß damals, das Wunder war, das Ehrenkleid der Nation bekommen, ja? Also die Uniform. Und also ich war dann Soldat in Russland während der ganzen Zeit der Rückzüge. Also da ging es darum, also wir hatten Gott sei Dank einen Divisionskommandeur, der also militaristisch, also nicht so in die Zeit hineingepasst hat, der hat uns zusammengeholt und hat gesagt, wir haben nur noch eine Aufgabe, möglichst viele lebendig nach Hause zu bringen. Ja? Und in der Richtung ist man als Gemeinschaft zusammengestanden. Man hat keinen liegen lassen und hat gewusst, die lassen dich auch nicht liegen. Also das, wenn Sie das als Aufgabe bezeichnen wollen. Aber man hat nicht alle heimgemacht. Ja? Die meisten sind irgendwo unterwegs geblieben. Wissen Kann Sie, man ja immer sagen, es war eine wenn Sie in einer Situation sind, wo Sie jeden Tag Leute neben sich, entweder dass Sie ganz zerfetzt sind oder dass Sie bloß versucht haben, nur am Leben zu halten, zu einem Verbandsplatz zu bringen, mit dem System kann man nicht einig sein. Da muss man hirnrissig sein. Ja? Ja, nur das fing natürlich dort auch sehr früh an, dass der Schulbetrieb doch etwas andere Formen angenommen hat. Da haben wir noch bei Nacht
haben wir Brandwache geschoben. Da fiel der Unterricht aus. Und wir haben dann ja auch, ja, also wie ich dann die Uniform bekommen habe, haben wir das Abitur noch nicht gemacht. Da bekam man einen sogenannten Reifevermerk. Also alles eigentlich ganz bescheuert. Ja. Also der Teil des Lebens, wo man also eigentlich am meisten an Grundausbildung in sich aufnehmen kann, bis hin zu einer Zeit, wo man dann ein Studium anfängt, das war bei uns alles gestrichen, das gab es in unserem Leben nicht. Ja. Und deshalb haben wir dann auch gewaltig strampeln müssen, um Anschluss zu halten oder zu bekommen. Ja, na gut, nur ab und zu ist man im Lazarett gelegen, ja, weil man einfach irgendwas verpasst bekommen hat. Das war der Ablauf unserer Jugend. Nix Disco. Es hat also die größte Spur, die es in uns Überlebenden hinterlassen hat, das darf nie mehr, sowas darf nie mehr vorkommen. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass wir also zum Beispiel in der Fernsehspielabteilung über mindestens 6, 7 Jahre immer Projekte gemacht haben unter dem Sammelbegriff, wie kam es dazu? Also wir haben den Kampf um den Reigen gemacht. Der Ertl hat rausgekriegt mit uns zusammen, wer hat die Rosa Luxemburg, wer hat den Liebknecht erschossen. Da habe ich ja überall Regie gemacht. Also wie kam es dazu? Wie konnte das überhaupt entstehen? Also das hat natürlich eine tiefe Unruhe in uns hinterlassen, dass irgendein Weg hat ja in den Kampf hineingeführt. Was hat da stattgefunden? Also das war natürlich schon eine deutliche Prägung. Ja. Zumindest haben wir versucht, also den Deckel von einem Topf zu nehmen, der vielleicht vorher immer noch etwas dicht war. Ja. Und gerade in dem Fall Liebknecht Luxemburg, da ist es ja vor allem dem Ertl und seiner Crew aufgefallen, dass es gab 3 Prozesse gegen die, denn damals, das war der General Hoffmann, aber das ist jetzt für Sie uninteressanter, der damals diese Garde-Kavallerie-Schützen, die Division in Berlin geleitet hat. Und gegen seine Crew haben dann Prozesse stattgefunden. Und da ist dem Ertl aufgefallen, das waren 3 große Prozesse, dass immer unter den kleinen Beisitzern war einer, der hieß Canaris. Das war ein kleiner Beisitzer. Und dann, das sind natürlich solche Recherchengehirne wie der Ertl, die sind dann diesen Spuren nachgegangen. Dann ist dem Ertl gelungen, den Hauptmann Papst aufzufinden. Der war damals, ich weiß nicht mehr, ich glaube, der Stellvertreter von dem General Hoffmann, weil der war herzkrank und der hat alle Fäden gezogen. Und das war der Papst, der später, wenn Sie vielleicht einmal da etwas mitgekommen haben, die Hispano Suiza, diese ganzen Rüstungsgeschichten in Spanien gemanagt hat. Und da war der Papst dann 80 und war sehr krank und da hat der Ertl hat sich mit ihm zusammengesetzt und da hat der Papst ein bisschen was rausgelassen. Und da konnte der Ertl dann weiterspinnen. Und so ist es entstanden. Entschuldigung, dass die Kuh rausgekriegt hat, wer die beiden eigentlich umgebracht hat. Ja. Also das zu der Qualität unseres Senders damals. Ja? Dass sich keiner wehrt, ich glaube, so kann man das pauschal nicht sagen. Aber wir haben leider eine Situation, in der wieder mal die Militärs fast ein Übergewicht gegen die Politik haben. Denn also was die NATO treibt im Moment, das ist brisant. Ja, ne, also das, ich meine, die, unsere,
Also es ist auf Provokation angelegt, was die NATO macht, dass sie den Russen ein paar Kilometer neben ihre Grenze eine sogenannte Abwehrraketenstation hinstellen. Da kann man doch nicht damit rechnen, dass die anderen applaudieren. Ja? Dass dann die ganze Ukraine-Geschichte ist nur darauf ausgerichtet, den Russen ihre Flottenbasis in Sewastopol zu blockieren. Also über die Krim und über das weiß ich deshalb ein bisschen mehr, weil also der Vater meiner Frau, der ist dort geboren. Das waren Schwaben, die von der Maria Theresia, die waren aus Strümpfebach, wurden von der Maria Theresia nach Russland geholt und haben dort, das waren da, der eine hat eine große Buchhandlung gehabt und so. Und die haben alle um Odessa und an der Krim gewohnt. Das kenne ich natürlich aus deren Erzählungen und aus der Literatur, die sie hinterlassen haben, über diese Ecke. Oh, Entschuldigung, über die Ecke haben wir ein bisschen mehr erfahren wie ihr Durchschnittsmensch. Also ich habe am Kriegsende, habe ich meinen Kompass aufgebrochen. Und habe die Kompassnadel rausgenommen und habe in meinen Stiefelschaft oben einen Schlitz gemacht und habe die Kompassnadel da rein. Und die Kompassnadel hatte ich. Und eine Stecknadel und wir haben uns nur bei Nacht bewegt. Und das immer, immer Richtung Westen. Und gelebt haben wir wenn wir Kartoffeln ein bisschen aus dem Boden rausgeholt haben und so. Das war also im Oktober, November. Und wenn in Ostpreußen kaum sind sie 2 Kilometer unterwegs, kommt wieder irgendein Bach oder ein Fluss. Und da muss man, also wir haben es aber immerhin hingekriegt in 3 Monaten, bis ein paar Kilometer vor die Weichsel. Dann hatten sie uns am Wrack, dann war es aus. Ja, wissen Sie, wenn man jung ist und will was, da bringt man eigentlich, da kann man. Und wissen Sie, wir sind in keiner Verwaltung gesessen. Wir hatten eine Kondition wie 12 Ochsen, um einen Krieg zu überleben. Ja? Da muss man anders stabiler konstruiert sein, wie um in einer Verwaltung zu sitzen. Das war ja eine Romanvorlage. Und das hat uns gefallen. Dann hat Werner Sommer und ich, wir haben dann das Drehbuch geschrieben. Ja. Und dann haben wir da das weiß ich jetzt nicht mehr genau, die Rechte an dem Stoff besaß eine große amerikanische, ich weiß nicht, ob es die Paramount oder Goldwyn Mayer war, das weiß ich nicht mehr. Und von denen konnten wir nur Rechte für eine Live-Sendung übertragen. Und als es damals die junge Leute der Gottsch hat, die haben gesagt, das machen wir einfach, das kriegen wir schon hin. Und dann ging man an die Realisierbarkeit, halt mit den Möglichkeiten, wo kriegt man so ein Flugzeug her. Die einzigen Maschinen, die es in Europa noch gab, die waren bei der Ball Air. Die Ball Air war eine Tochtergesellschaft von der Swiss Air in Basel. Und die Ball Air hat mit diesen viermotorigen Maschinen, die ja eine ganz kurze Lande- und Startstrecke brauchten, überall über die Rote Kreuzversorgungen auf den ganzen Konfliktplätzen der Welt gemacht. Und haben wir mit denen Verbindung aufgenommen und sind dazu gekommen, dass wir eine ihrer Maschinen für eine Nacht und einen Tag ausleihen konnten. Und dann jetzt was im Drehbuch natürlich notwendig ist, alles, was in dem Cockpit stattfand, musste ja sich in den Instrumenten in der Maschine spiegeln. Und in den Instrumenten, die wir drin hatten in unserem Cockpit, da war ja nichts drauf, sodass wir das alles in Großaufnahmen reinschneiden mussten. Und das haben wir am Flugsimulator bei der Ball Air in Basel gedreht, jedes einzelne Instrument. Und das Cockpit als solches mit einem kleinen Teil Richtung Kabine von vielleicht 2 Meter, das stand bei uns in Stuttgart im Studio, weil wir hatten als eine der wenigen eine perfekte Rückprobeanlage. Und alles andere, das Aufwendige, die Passagierkabine, die stand in München bei der Bavaria in Halle 3.
Und ich habe ja vorher schon unentwegt bei der Bavaria gedreht, da habe ich noch das ganze Personal gekannt und alles und hatte einen guten Takt zur Lufthansa. Die haben uns einen Teil der Sitzausstattung von der DC-4 dann zur Verfügung gestellt. Also, und deshalb war es immer so an drei Plätzen hin und her gehüpft. Und alles, was im Flug stattfand, haben wir in einem Flug in der Nacht von Basel nach Stuttgart gemacht bis zur Landung hier. Und zuerst haben wir natürlich dort in der Originalmaschine im Hangar Aufnahmen gemacht mit den Schauspielern, war alles zugeklebt. Und das kennen Sie ja, wenn man also schwarz zuklebt, muss man Lassoband dran tun. Und dann sind wir also losgeflogen und unterwegs, das waren zwei englische Piloten, waren die immer ganz unruhig. Und dann haben wir gefragt, ja, was denn, ja, sie hören irgendein Geräusch. Und haben mir den Kopfhörer gegeben und hat immer irgend so was geschlagen. Und nach der Landung haben sie sich so eine Hebebühne kommen lassen. Und da waren außen an der Kabine, waren dann an den Fenstern ein paar Lassobandfetzen, die geflattert haben. Und das haben die gehört in dem Geräusch von vier Motoren drin. Auch Profis, ja? Und dann also der Tower, der jetzt benutzt wird, der war bloß als Rohbau. Da war gerade die Betonierung fertig. Da haben wir halt da mit ein paar Plexiglasscheiben haben wir dann den Tower draus gemacht. Und dann wurde das gedreht. Und jetzt hat das Einzige, was mir noch gefehlt hat, in dem Drehbuch kam ja vor, und darauf ist der Haley, der Autor, bestanden, dass dieser Pilot damals beim Abbremsen ja eine Pirouette gedreht hat. Ja? Und die Balear-Piloten haben gesagt, nee, das ist uns zu riskant, das machen wir nicht. Und da bin ich natürlich in meiner Verzweiflung bin ich zum PR-Manager von der Lufthansa gegangen in Stuttgart und habe gesagt, sie, ich habe da die Schwierigkeit, die wollen das nicht machen. Dann hat er gesagt, sie, jede Woche kommt einmal eine Frachtmaschine, entweder kam die aus Bagdad oder irgendwo her. Dann hat er gesagt, wenn der mal da ist, reden wir mit dem. Und der hat bereit das gemacht, der war bereit, dann das zu machen. Jetzt haben wir natürlich ganz schnell schneiden müssen, bevor man die Kennung auf dem Seitenleitwerk sah. Deshalb ist die Pirouette nicht ganz, sonst hätte man ja gesehen, dass eine andere Maschine ist. Und das Problem halt war, dass wir in all diesem Hin und Her uns keine Anschlussfehler erlauben durften. Und da hat der Rolf Ammon noch die Kamera gemacht. Also das war mit Ausnahme von diesen Geschichten dann in Basel im Hangar, war alles eigentlich eine Studioproduktion. Cockpit-Studio und der ganze Passagierraum im Studio. Und dann haben wir dann gesagt, naja, also das hat auch zu der Erfahrung gehört. Wir wollten sowas eigentlich lieber vor Ort drehen. Das hat dann dazu geführt, dass wir zunächst mal in einem Versuch diese Serie Fernfahrer draußen gedreht haben. Und dafür habe ich den Justus gebraucht. Denn die Kameraleute, die Studioarbeit gewohnt waren, die wären dazu einfach nicht fähig gewesen. Ne? Die haben gesagt, nein, man kann doch den LKW in die Halle fahren und so. Und da haben wir gesagt, nein, wir wollen auch uns dann, man kann draußen andere Stoffe machen wie drin. Also das war eigentlich so der erste Versuchsdrachen. Also da haben wir uns dann der Justus und ich zusammengerauft in der Arbeit. Ich hab gemerkt, er kann was. Und er hat offensichtlich, war der Ansicht, ich bringe auch was. Gut, in jeder Arbeit gehört dazu, dass man sich mal zerft, weil man irgendeine verschiedene Meinung ist. Aber das hat eigentlich uns auf unseren Kontakt von Mensch zu Mensch nie einen Einfluss gehabt. Erfreulicherweise. Und wir sind uns ja lang, lang treu geblieben dann, bis zu unserer Pensionierung. Die haben wir dann auch zusammen gefeiert. Wie war das? Da waren wir halt in einer unserer Hallen und die ganze Mannschaft, also im Center, mit denen wir, also ob das
Beleuchter, Bau und alles waren, die haben das Studio hergerichtet, haben uns zwei Sessel hingestellt. Das war richtig, sagen wir, ein angenehmer und erfreulicher Abschied. Naja, gut, man hat. Überlegen wir jetzt, wir haben sagen wir, 30 Jahre Leben geteilt mit allen Mitarbeitern. Ne? Man ist ja nicht bloß Kameramann oder Regisseur, man ist auch Mensch. Und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Erfreulich. Da habe ich anderes kennengelernt. Oh Gott, also ich glaube, meine schlimmste Erfahrung war meine erste Produktion mit Dreisat. Da hat man eine andere Welt kennengelernt. Die Welt der Geschäftemacher, das hat es bei uns im Gefüge nie gegeben. Ne? Wissen Sie, wer da plötzlich das Sagen hatte, ein etwas windiger Produktionsleiter und nicht ein potenter Autor, sondern der hat dann bestimmt, was geschieht. Da muss ich sagen, hoppla, was ist jetzt los? Ne? Das Letzte, was ich bei uns gemacht habe, war ja das, oh Gott, Herr Pfarrer. Ja. Da musste sogar meine Pensionierung etwas verschoben werden, weil das hat nicht ganz gelangt. Aber es heißt andere Art von Arbeit. Ich habe hier mit dem Gottschalk zusammengearbeitet, der war dort Herstellungsleiter. Ich habe mit dem Fried Detter zusammengearbeitet, der war bei uns hier Toningenieur. Ich habe mit dem Jederle zusammengearbeitet, der war bei uns Fernsehdirektor, ist dann Bavaria-Direktor. Deshalb haben sie ja gesagt, das sei die Schwabaria. Und wissen Sie, man ist natürlich dort auch mit tollen Profis zusammengekommen, mit solchen Asien wie der Zehetbauer. Ja? Oder der Theo Nischwitz, der Trickchef, den haben amerikanische Firmen geholt, wenn irgendwas Brisantes zu machen war. Der hat ja jahrelang bei Walt Disney gearbeitet. Also der Trickchef von der Bavaria. Nein, wissen Sie, ich glaube, da ist bei mir das. Also der Butzen in mir, wir wollen hier was tun, wir wollen hier was tun. Das war eigentlich immer, sagen wir, eine Grunddynamik von allem. Ja. Und also sagen wir, das was unter dem Begriff Unterhaltungsfilm zusammenzufassen war, das hat uns eigentlich nie so interessiert. Und ich weiß noch, dass ich also doch ziemlich empört war, wie wir den neuen Fernsehspielchef hatten, den Müller Freienfels, dass der dann plötzlich so etwas machen wollte wie Bellamy. Da haben wir gesagt, was soll das? So ein Kasperltheater, das kannst du die Kubaschewski in München machen lassen. Ja? Also das zeigt doch an was wir, in welche Richtung wir eigentlich gedacht haben. Ja? Es gibt x von den 200 Produktionen, die ich etwa gemacht habe, sind viele, die von dieser Ambition getragen waren. Auch sagen wir, Dinge, die dann in einem anderen Umfeld stattgefunden haben. Ich habe einmal eine Produktion gemacht, das war die Affäre Winston, da ging es darum. Und zwar spielte das Ganze also im englischen Militär in Vietnam, dass ein junger Anwalt sich gegen Militärstrukturen durchsetzt. Das auch wieder sagen wir, passt in meine Denkrichtung rein. Das hat natürlich mit meinen miserablen Erfahrungen zu tun gehabt, dass ich den Stoff auch haben wollte. Also nicht bloß Dinge, die uns betroffen, sondern einfach vom thematischen Ansatz her. Das heißt dann aber schon, dass die Erlebnisse im Krieg, die haben Sie praktisch in Ihrer ganzen späteren Arbeit immer Sagen wieder wir, verarbeitet. die Erfahrungen, das ist was anderes wie Erlebnisse, gell? Oder die Die Erfahrungen. Erfahrungen, ja. Haben Sie das Gefühl, es ist Ihnen gelungen, jetzt so, wenn man rückblickend sagt? Gut, nicht immer.
Also der Wanniger passt zum Beispiel nicht in die Ambitionen ein, aber das hat zu unserem Auftrag gehört. Wir haben unseren, wissen Sie, ich hab pro Jahr etwa acht Filme hier in Stuttgart gemacht und dann bei anderen Sendern noch. Wir mussten unseren Auftrag erfüllen. Oh Gott, das wird jetzt schwierig. Schwierig. Naja, also diese aufklärerischen Dinge, wie zum Beispiel also das Luxemburg, Liebknecht Luxemburg. Dann einer hieß der Fememord, wie es um diese Machenschaften dieser Freikorps-Militärs ging. Ja. Und dann wissen Sie im Ansatz auch, wie es dazu kam, diese Gemeinschaftsproduktion der Sender ARD zu machen. Das ist auch sagen wir, von einer Denkform getragen, dass jeder Täter soll erwischt werden, es soll keiner ungeschoren davon kommen. Das ist auch ein Grundmuster. Und wissen Sie, ich kann mir vorstellen, dass warum der Begriff Tatort immer noch so gern gesehen wird. Es muss viele Menschen geben, die auch so denken, die sagen, der muss erwischt werden. Und im Tatort wird er meistens erwischt. Ja? Also irgendwo muss doch auch von der Zuschauerseite so eine Grundhaltung dazu beitragen. Das ist immer noch die höchste Einschaltquote. Ja. Naja. Hat ja bei Ihnen auch die höchste Quote. Nee, das war hat das mit dem, wenn man so mit so jemand arbeiten darf wie dem Jürgens, das ist einfach eine positive Erfahrung. Wissen Sie, er hatte ja vielleicht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vorher einen schweren Herzinfarkt. Und unsere Aufnahmen bestanden, ich würde sagen, aus über 50% Nachtaufnahmen. Dann habe ich gesagt, Kurt, bleib in deinem Hotel, wir nehmen ein Lichtdunkel, richten alles ein. Er sagt, das kommt nicht in Frage, er war immer da. Also bloß zu seiner menschlichen Qualität, mal von der schauspielerischen abgesehen. Ja. Und dann hat er ja einen interessanten Partner. Der Christian Berkel, das war seine erste große Rolle. Da war der ganz jung. Ja, nur den habe ich mir natürlich ausgesucht. Ja, ja nur da gibt es natürlich jetzt so ein etwas, das jetzt sind da nur so als Interna interessant. Also, jetzt ging es natürlich darum: erstens mal haben wir ihm das Drehbuch einfach mal frech geschickt, ob ihm das gefallen würde. Und er hat gesagt: Ja, das interessiert ihn. Und jetzt wird natürlich, also das ist ja auch oft im Gefüge so, dass die weiteren Verhandlungen über Termine und über alles ja dann über seine Agentur gehen und unsere Fernsehspielbesetzung. Nun wurde darüber natürlich gesprochen. Jetzt gab es natürlich eine Zahl, das nennt man Gage, ja. Und das, was wir bezahlt haben als Gage, lag natürlich bei weitem nicht in den Erfahrungen von Kurt Jürgens. Da bin ich also zum Bausch marschiert, haben wir also der Feinfeld und ich sind zum Bausch gegangen und haben gesagt, also wir wollen halt den Herrn Jürgens gern haben, denn das würde ja schon mal einen Teil des Erfolges beinhalten, dass wir ihn haben. Und dann war der Bausch bereit, also es gab bei uns, ich nenne jetzt keine Zahlen, es gab für die Hauptdarsteller eine Obergrenze für alle. Dann war der Bausch bereit, das 2,5-fache dieser Gage, weil der Agent hatte mal gesagt, also unter der Zahl brauchen wir gar nicht reden. Ja. Dann hat es also nach Überlegung hat der Bausch gesagt, ja, aber bitte, das ist nur einmal. Oh, also wir sind natürlich so abmarschiert jetzt, aber damit war die Suppe ja noch nicht ganz gegessen. Jetzt hat der Agent hat
nachdem ja, der Drehplan war ja fix und fertig, so und so viele Drehtage. Und dann hat er die Gage multipliziert mit den Drehtagen, weil der gedacht hat, das sei Tagesgage. Und dann schien alles zu platzen. Und jetzt kam uns eines zugute. Der Kurt Jürgens hat sein Buch fertig geschrieben gehabt, 60 Jahre und kein bisschen weiße. Und jetzt habe ich zum Jürgens gesagt, ja, also Kurt, auf der Basis können wir nicht zusammenkommen. Da sagt er, also ich rede mit dem Agenten. Und er hat natürlich jetzt, sagen wir, diesen Film, der war so, er wusste genau, wann wir senden. Und zu der Zeitpunkt wurde auch sein Buch präsentiert, sodass er die Präsentation dieses Films als PR eintritt. Das war unser Glück. Sonst hätten wir den nie bekommen, aber das behalten Sie für sich. Gell? Und ich sage ja keine Zahlen dazu. Der Justus hat mir so was Ähnliches erzählt. Ja. Ja. Trotz alledem ist der Film richtig gut, Ja, der Rot-Rote. der ist gelungen. Ja. Sehr gelungen. Unbedingt. Spannung, Ja, die Spannung. Schröter war auch sehr gut. Ja. Werkel exzellent gut. Ja, nur wenn ich in kleinen Rollen eine Karin Schlemmer drin haben darf. Aber mit der habe ich vorher jahrelang Theater gespielt. Deshalb sind die dann gekommen. Ja. Da haben sich eine Journalisten waren ganz stolz, dass sie das entdeckt haben. Das Ganze ist, jetzt nenne ich eine Zahl. Wir hatten bei der Raumpatrouille pro Folge 400.000 D-Mark und nicht eine Mark mehr pro Folge. Ja? Jetzt, was hat der Zehetbauer? Wo hätte er denn, wenn kein Geld da ist, wo soll er es denn hernehmen? Und damals gab es die Hochschule der Gestaltung in Ulm. Und die haben ja also das Industriedesign sehr beeinflusst. Und die haben für die Industrie so, also diesen Bügeleisengriff gab es ja vorher gar nicht. Der kam von der Hochschule der Gestaltung in Ulm und ging dann auf den Markt und aus all den Elementen hat der Zehetbauer dann die Ausrüstung für das Raumschiff zusammengeholt, aber aus Geldmangel. Man, der hat so viel Fantasie gehabt, der hätte sich auch was anderes einfallen lassen können, aber es war kein Geld da. 400.000 für einen Film. Ja, aber deswegen ist halt Kult, gell? Und Also. deshalb haben wir ja auch mit zwei Crews gedreht, dass die Halle nie leer stand. Also wir waren ja sieben Folgen. Vier Folgen habe ich gemacht und drei Folgen der Micha Braun. Das ging, und in der Halle ging es rund um die Uhr. Und ich glaube, wir konnten, also damals gab es ja noch keine dieser Serien, die nachher so bekannt wurden. Wir waren die Ersten. Und wir konnten das bloß machen, weil wir eine personelle Ausrüstung hatten, wie sonst wahrscheinlich in ganz Europa niemand. Also, die Bavaria war eine Filmproduktionsstätte. So, und jetzt kam der Fred Jetter, der Elektroniker von unserem Sender Stuttgart, wurde dort technischer Direktor mit seinem elektronischen Wissen. Deshalb konnten wir in allen Ecken von dem Raumschiff standen Monitore. Das konnte sonst keiner. Ja? Und dann hatten wir als Trickchef den Theo Nischwitz, den haben die Amerikaner geholt, wenn es schwierig wurde. Und aufgrund dieser personellen Struktur waren wir beiden Regisseure natürlich, hatten wir schon mal Asse in der Tasche. Ja? Sonst hätte es gar nicht gelingen können. Auch zu Das Beginn. war der, das, das war der Hans Gottschalk kam auf die Idee. Und zwar, da gab es einen Autor, der hieß Unold, und dessen Faible war so Raum,
der wusste alle Sternbilder, alle Konstellationen auswendig und der hat so ein Grundtreatment geschrieben. Und auf diesem Grundtreatment wurden dann die Drehbücher entwickelt. Und da hat also die meisten Drehbücher hat ja der Oliver Storz geschrieben. Der war damals Autor bei der Bavaria. Ja. Und so ist das. Ja gut, dann wurde es manchmal wurde es sehr eng. Also alles, was auf den Asteroiden gespielt hat, da waren wir schon auf Motivsuche. Das war alles fertig in Island. Zu welchem Datum, dort war es lang genug Nacht und alles, gell. Eines Tages kam dort jeder und hat gesagt, wir haben kein Geld mehr. So, also jetzt, was ging los? Also platzen lassen konnten wir das Unternehmen nicht. Wir hatten für keine einzige Produktion eine Versicherung. Weil unsere Juristen haben uns ausgerechnet, wenn man also irgendwann kommt, passiert bei jedem Sender mal eine Panne, dann platzt eine Sendung, aber wenn wir das aufrechnen auf 10 Jahre, dann kostet uns die Versicherung mehr als der Ausfall der einen Sendung. Deshalb waren wir nie versichert. Also jetzt mit dem Nischwitz-Trick, was machen wir? Wissen Sie, wo das dann gedreht wurde? Wissen Sie, wo Penzberg ist? Das ist südlich von München, Tölz ist Ihnen vielleicht ein Begriff. Dort gab es Kohlengruben, bayerische Kohlengruben. Und da waren riesige Abraumhalden. Und dann haben wir alles auf den Asteroiden, haben wir dort auf den Abraumhalden gedreht. Aber das ging nur, weil der Theo Nischwitz mit seiner Trickabteilung konnte uns oben die Tannenspitzen, die vom Wald rausgeschaut haben, wieder wegschmuggeln. Das wäre ohne den Theo Nischwitz nicht gegangen. Ja, so ist es damals, das Pferd gelaufen. Ja. Und das war die erste Serie, wo verschiedene ARD-Sender zusammengespannt haben. Das war so eine Art Vorläufer, dass da beim Tatort sind, haben ja dann alle zusammengespannt. Und da bin ich jetzt nicht so ganz präzise, also wir Stuttgart waren drin, Südwestfunk war drin, Köln war drin mit 2 Folgen, der NDR war drin, weil der Meixner, mit dem habe ich ja später das Schwarz-Rot-Gold gemacht, alle. Ja. Es waren nicht alle Sender daran beteiligt. Ich meine, Berlin war nicht drin und seltsamerweise München auch nicht. Aber die haben uns ja immer sehr misstrauisch beäugt bei der Bavaria. Das hat sich dann alles gegeben. Ja. Also so ist die Orion. Und natürlich konnte der Dien nicht mal schön her. Ja. Dann der Klaus Holm, die Ursula Lilich, der Fritze Beckhaus, das war die Crew, der Fels war dabei, der Stimmungsmacher. Ja. Und dann war das in den Drehbüchern so angelegt, also dieser Commander McQueen, der wurde ja zu dieser Raumpatrouille strafversetzt, weil er, das war so ein eigener Kopf, ist natürlich, sagen wir, aus unserer Denkart entspannen, dass der nicht alles gefallen lässt, wenn der General sagt, du musst dahin, und er meint, das ist scheiße, dann gehe ich lieber in die andere Richtung. Also da ist natürlich von unserer Mentalität ein bisschen was eingeflossen. Und dann wurde dass er eine Art Aufsicht bekommen hat. Und das war dann die Eva Pflug. Die wurde also von der Sicherheitsbehörde, wurde ihm die aufs Auge gedrückt, dass die immer mitfliegt. Ja? Und das war natürlich ein dramaturgischer Kniff, da konnten viele Spannungen aufgebaut werden, konnten Dinge verheimlicht werden, konnten Dinge entdeckt werden. Das war dramaturgisches Futter. Ja? Und die Kostüme hat die Bardi gemacht. Und also das dramaturgische Konzept war ja angelegt, also nicht Kleinstaaten, sondern Weltregierung. Alle Menschen sind gleich, Frauen und Männer. Also die Kerr hat eine hohe Generalin gespielt und so. Also das waren Männer und Frauen
Und dann hat die Party das auch im Kostüm ausgedrückt. Die Kostüme für die Frauen und die Männer waren etwa gleich. Und da war die Eva Pflug empört, weil sie konnte keine Rundungen zeigen und so. Also das waren so die kleinen Spannungen, die dann aufgetaucht sind. Da mussten natürlich Kompromisse eingegangen werden ein bisschen. Aber da war schon manchmal ein bisschen Feuer im Ofen. Es ist natürlich getragen worden von so einer Einstellung, also das darf nicht mehr passieren. Überlegen Sie mal, mein Vater, der war Jahrgang 92. Er musste seinen Militärdienst machen von 1912 bis 1914. 2 Jahre. Und dann war er 4 Jahre Soldat. Also dem ist schon so eine Katastrophe im Leben passiert. Dann mir noch viel schlimmer. Ja? Dass da so ein Grunddenken bleibt, diesen Hickhack, da muss was Neues entstehen, was könnte neu sein? Eine Weltregierung, keine Spannungen mehr untereinander. Ja? Aber da ging es natürlich weiter, da sind die Frogs aufgetaucht, sind auf die Erde losgegangen. Ja. Und wissen Sie, wenn ich mir jetzt die Raumpatrouille anschaue, sind da natürlich, sagen wir, zum Teil Militarismen drin, für die ich mich hinterher schäme, aber das ist einem damals noch nicht so aufgefallen. Das war allgemeines Vokabular noch. Ja? Es hat auch zu unserem Auftrag gehört, so etwas Unterhaltsames zu machen und dann halt mit einer anderen Struktur, mit einer anderen gesellschaftlichen Struktur. Ja? Und die Mannschaft war ja auch gemischt. Der eine kam aus, also wie die Namen, also Opaschwili und dann wurde jeder hatte so ein, dass man sagt, ah, die kommen aus verschiedenen Teilen der Welt. Die saßen alle in dem Schiffle drin. Ja, also da war schon eine Absicht dahinter. Ja? Also eine deutliche Absicht. Ah ja, aber die sind körbeweise sind Briefe eingekommen. Da haben wir immer gerne Bavaria geschickt, das beantwortet ihr. Ja, bei uns ging es ja weiter. Ich bin ja gleich wieder ein paar Wochen später in der nächsten Produktion drin gehängt. Ach Gott, wissen wir, ist ja im unentwegt mit den Schauspielern, da haben wir die wieder in der Besetzung drin gehabt. Da war ich bei dem Sender mit den Autoren. Und da war ich schon ganz früh bei Meixner von Hamburg. Und das war ja dann da muss man dankbar sein, wenn man Bücher drehen darf von einem Meixner, da ist man, vor es losgeht, auf der Siegerseite. Schwarz-Rot-Gold, da war die Bücher alle. Also gegen ein schlechtes Drehbuch kann keiner an. Da können sie machen und strampeln mit der ganzen Mannschaft. Alle können hochqualifiziert arbeiten. Ein schlechtes Drehbuch hält uns unten. Ja? Gut, man liest ja manchmal, also wenn jetzt werden ja Filme gezeigt, die in der Schublade verschwunden sind seit Jahrzehnten, wo dann die Presse schreibt, aber nur der Besetzung ist es zu verdanken. Ja? Aber es hat zum Ergebnis hat auch eine gute Besetzung, nicht allzu viel. Nicht so viel beitragen können, dass das Ganze ein Erfolg wurde. Dann gab's ja, nun, das zu Ihrer Frage, wie jetzt gedreht wird, also das ist ein paar Jahre her, hat der Hubi zu mir gesagt, also ihr werdet nur verrückt, die nehmen immer die erste Fassung. Ja, wir sind monatelang mit denen zusammengesessen, immer bis dann, also unter der vierten, fünften Fassung ist es nie zum Drehen rausgegangen. Und dass das sogar den Autoren fehlt, ist doch interessant, dass sie keine Partner mehr haben. Aber das hat mit dem irrsinnigen Volumen des Gedrehten zu tun. Ne? Leider. Ach, wissen Sie auch, manche Dinge, wenn ich, also meine Frau hat ja überall Kostüme gemacht, also auch bei uns und auch die im Theaterbetrieb, also Burgtheater, Schaubühne, alles so auf dem Niveau. Ja. Da kommt der Anruf und sagt, also
Sie müssen sofort kommen, die Frau so und so, die braucht jetzt ein Kostüm. Ja, wann? Ja, in 3 Tagen. Wir haben unsere, also das Drehbuch war ein Jahr vor Drehbeginn, musste das Drehbuch fix und fertig vorliegen, mit Plan. Dann habe ich die Schauspieler angerufen. So, also wenn ich jetzt einen Schauspieler anrufe und zu ihm sage, also im August 2017 darf ich dir das Drehbuch mal schicken, dann jetzt gehe ich mal auf die andere Seite zu dem Schauspieler. Da sagt er, also da sage ich mal zu, das habe ich schon 2017. Ja? Wenn jetzt ich jemanden anrufe und sage in 3 Tagen, der kann mich doch erpressen, dass es bloß so kracht. Da denkt man, da habe ich den Kopf geschüttelt, wieso zahlen die dem so viel Geld? Aber weil der sagt, dann komme ich nicht in 3 Tagen. Und unsere Besetzung stand ein Jahr vorher fix und fertig. Und da habe ich natürlich dann auch noch Auswahl gehabt. Ja? Wenn also beim einen vielleicht von Termin oder weil das Buch nicht gefallen hat, habe ich immer noch ein paar im Hintergrund gehabt. Aber das war eine Disziplin, die wir uns alle, also auch von der Autorenseite, wenn da nicht alle mitgespielt hätten, hätten wir das System nicht aufhalten können. Das war die Idee von Mundi Wolf. Mundi Wolf war unser langjähriger Korrespondent, also ARD-Korrespondent in London. Also London hat zum Bereich NDR gehört. Und deshalb hat der NDR den Mundi Wolf das Büro in London unterhalten. Und dem Mundi Wolf lag es, war auch einer, der war noch, glaube ich, 3 Jahre älter wie ich. Auch und übrigens ein Jude, der auch einen Haufen Familienangehörige verloren hat, der auch an diesem Gedanken, was können wir tun, dass sowas nie mehr vorkommt. Ja? Und deshalb hat ihn der Vorgang, dass Täter, die gegriffen wurden, die bestraft wurden, dass die wieder ungeschoren davon kommen, dass sie freigepresst werden. Also das war seine Grundidee, darüber mal was zu machen. Ja, nur da, jetzt natürlich, wer kann das? Es gibt bloß einen, der bewiesen hat, dass er mit Fluggeschichten umgehen kann. Ich war der Einzige, der die Beziehungen zur Lufthansa hatte, weil die haben auch gesagt, wir geben nicht jedem was. Ja. Wir haben das immer genau geguckt, dass wir zusammengesessen, hat alles bis ins Detail durchgesprochen. Und so bin ich zu dem Auftrag gekommen. Das war dann der Bayerische Rundfunk. Ja. Oh, das war kompliziert. Also wir brauchten ja erstens mal mit unserem deutschen Schauspielerpotenzial sind wir ja nicht weit gekommen, weil all diese Beteiligten, das waren Araber oder waren Palästinenser oder irgendwas, ja. Also jetzt musste ich meine Schauspielercrew aus einer ganz anderen Ecke zusammenholen. Und da waren Iraner drin, da waren Iraker drin, da waren Palästinenser drin, da waren Israeli drin. Und also bloß damit sie, weil sie sagen, dass es da auch Spannungen geben kann. Also eines Tages war plötzlich ein Geschrei. Da bin ich da sofort hin, da waren zwei aneinander geraten, der eine ein Palästinenser und der andere ein Panzerkommandant, der gerade von den Golan früher Urlaub bekommen hat, um bei uns drehen zu können, sind die aneinander geraten. Da bin ich mit dem Schwenkhebel dazwischen gegangen, mit dem Schwenkarm. Also da eine Balance zu halten, ein gemeinsames Interesse,
an dem Ergebnis dieser Arbeit. Also das hat viel zusätzliche, sagen wir, Beeinflussung oder Arbeit erfordert, über das Drehen hinaus. Das war kompliziert. Und dann habe ich ja den Flugkapitän dazugeholt, den Walter Clausen. Denn da war eine, hat der Mundi Wolf reingeschrieben. Und zwar hat er das natürlich durch seine Interviews mit den Beteiligten erfahren, dass der Kapitän in irgendeiner Situation stand, das war übrigens der Anführer der Erpresser, das war ein Grieche. Ja? Der stand hinter ihm und hat den Kapitän an der Schulter festgehalten. Da hat der Kapitän hingefasst und hat ihm die Hand getätschelt. Und der Mundi Wolf hat drauf bestanden und gesagt, du darfst das nicht weglassen, bitte dreh das so. Ja? Und das war tatsächlich eine ganz brisante Szene. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich bin mit dem Film in München in die Vorführung gegangen, habe den Kapitän neben mich gesetzt, habe eine Szene gedreht, wo wir ihm das vorgeführt haben. Und ich sagte, Herr Clausen, wie war die Situation? Haben Sie das gemacht? Und so. Und die Szene haben wir in den Film reingeschnitten. Ja? Das ist natürlich, da muss man auch wieder der Fernsehmacher sein, um die Ebenen dann ineinander zu verschachteln. Mit dem bin ich übrigens immer noch befreundet. Den sehe ich jetzt in 14 Tagen wieder. Also der hat nicht nur diese Mannschaft das Leben gerettet, sondern der hat 4 oder 5 Jahre vorher, ist er in Hamburg gestartet zu einem Flug nach, ich glaube, er sollte nach mit der Zwischenlandung in Kopenhagen und dann weiter Richtung Fernost. Und in Hamburg war Nebel. Und jetzt haben die ja bei einer verschiedenen Nebeldichte kriegen sie zwar keine Landeerlaubnis, aber sie kriegen ab einer Nebelgrenze eine Starterlaubnis. Also er hatte Starterlaubnis, obwohl er also nicht bis zum Ende der Startbahn sehen konnte. Ja? Und er hatte die Maschine voll sitzen gehabt mit Leuten, startet. Und kurz vor er abheben will, fährt einer quer, hat sich einer von der Alitalia auf dem Runway verfahren im Nebel. Und dann hat er ihm das Höhenleitwerk, ist ja das oben ausstrahlt, das hat er ihm abgesägt, das ist bei ihm in der Tragfläche drin gesteckt. Ja. So, jetzt also wo Notlandung? London, Regen, Nebel. Frankfurt, Nebel, alles drumherum. Das Einzige, was frei war, war Stockholm. Jetzt konnte er aber, er konnte nicht mehr trimmen. Sie wissen, was trimmen ist. Dass die also die Gewichte verschieben müssen, weil die Seile hingen fest. Dann musste er also, er ist los in Hamburg auf 3000 gegangen und musste von dort aus einen Sinkflug einlegen auf eine Entfernung von 800 Kilometer. Und der hat die Maschine runtergekriegt. Also das ist ein Ass. Also vor solchen Leuten habe ich eine Achtung. Also ich habe eigentlich die Erfahrung gemacht, wenn es um solche Situationen geht, das ist ja für ihn ein emotionaler Vorgang, das mit anzugucken. Das muss man sehr vorsichtig vorbereiten. Denn also ich tue mir doch keinen Gefallen, wenn ich den in dem Moment überfordere. Oder wenn ich schadenfroh bin, aha, jetzt bricht er zusammen, fängt an zu heulen. Da tue doch mir, nicht bloß dem keinen Gefallen, mir auch nicht. Ich will doch aber ein gutes Ergebnis erzielen. Und das mit meinen Palästinenser und Israeli, also da war ich schon deutlich gefordert. Kann man sagen, das war einer Ihrer schwierigsten Filme? Das war der schwierigste, ja.
Aber sie waren zufrieden hinterher. Ja. Ja. Oh, da gab es natürlich im Vorfeld, wissen Sie, da, nachdem wir das also alles unter Dach und Fach hatten, also schon die ganzen Studiotermine, das war bei dem Studio vom BR gedreht in München, ja. Ruft mich der Mundi Wolf, der war auch Korrespondent in London, ruft mich an und sagt, nein, Moment mal, mich hat der Klaus Hart angerufen, der Produzent in München, und hat gesagt, du, der Film ist abgesagt, wir müssen das verschieben. Und dann habe ich den Mundi Wolf in London angerufen und habe gesagt, Mundi, weißt du irgendwas, warum der Film verschoben wird? Oh, dann hat er gesagt, hol mich am Flughafen ab. Gell? Und da sind wir zusammen nach München und der Merk war damals Innenminister. Merk. Weiß ich nicht mehr. Und der war ja mitbeteiligt, dass es so viele Tote gab am Flughafen damals in München. Ja. Und der hat so lange massiert, wie das. Und dann, der Innenminister war er. Und dann hat der Mundi gesagt, also wir gehen da hin. Und wenn er nicht unser ARD-Korrespondent gewesen wäre, oder auch ein leidgeprüfter Jude, den sie nicht rausschmeißen können, hätten wir es nicht durchgekriegt. Der hat gesagt, so, wir gehen zum Merk, Tür aufgerissen, rein, und hat mit dem einen Streit angefangen. Aber bitte, gell. Ja. Und dann wurde es produziert. Aber das war eigentlich das einzige Mal, dass so von der politischen Seite so versucht wurde, eine Produktion, Kappen klingt ein bisschen hart, aber zu verhindern oder nicht stattfinden zu lassen. Das wäre doch ein Unsinn. Also jetzt braucht man doch nichts vormachen. Für einen Regisseur besteht der Drehtag aus 17 Stunden. Ich bin 93. Also bescheuert kann man doch nicht sein, dass man meint, man kann 17 Stunden arbeiten. Ich meine, der Anschluss an die ganze jetzt benutzte Technik, da müsste ich mich also ein bisschen arg hineinarbeiten. Also ich war immer in Bewegung, und wenn Sie also, was ich Ihnen so kurz erzählt habe, was ich pro Jahr gemacht habe, und ich habe in unserem Haus nie einen Fahrstuhl benutzt. Im Funkhaus mit den 7 Etagen. Da warten, das war mir zu langweilig. Bin ich halt Treppen auf. Ja, nur dann war ich, das hat mit meinem ersten Schwiegervater zu tun. Der war Glaziologe und Leiter der Schweizer Lawinenforschung. Ja Gott, da hat man mit müssen. Da, wo dann keiner von den Assistenten mehr mit musste, Theo mir gönnt. Ja, dann ging es los. Dann fuhr ich hier, um 6 Uhr Drehschluss ins Auto rein, nach Grindelwald gefahren, abends um 11 Uhr war ich dort. Da stand unten die Lok bis zur Scheideck und da stand die Lok aufs Jungfraujoch und da bin ich abends dort. Vielleicht um 12 Uhr eins auf dem Institut, die Betten standen auf 3600 Meter Höhe. Ja, 2-3 Stunden geschlafen, dann ging es auf die Kopflampen, mit den Kopflampen los, Jungfrauen auf. Da bleibt man mobil. Und ja. Ich habe ja, wissen Sie, aber das Ergebnis von solchen Erfahrungen war dann auch später, dass sie gesagt haben, also wer macht Klettern mit Reinhold Messmer? Also wer war es halt, das war wieder ich. Und da bin ich mit dem die C-Brunert-Wand, da war ich 60. Nee, also der ist ja komisch, dem wird das eigentlich, werden manchmal Dinge an den Fack gehängt, die ich habe ihn anders erlebt. Ich habe nicht ein einziges Mal erlebt, dass der nicht
mehr wie 100% immer Sicherheit. Hat nichts, nie, der hätte kein falsches, sonst würde er nicht mehr leben. Das war immer seine absolute Grundausrichtung. Also ich habe ja eine verkrachte Existenz, was in meinem Leben alles vorkommt, gell? Verschiedene Dinge. Ja, aber Aber selbstverständlich. oder Aber selbstverständlich haben wir das eingerichtet. Natürlich, wir sind immer im Sommer in Griechenland gewesen. Und da war auch eine große Einigkeit, wer wann, also die Kinder haben nur Ferienzeit, sonst, da hat es nicht auch nur eine Sekunde Diskussion darüber gegeben. Ach, freilich bin ich damit mit vielen noch in Verbindung. Also übrigens im Flug in Gefahr hatte ich drei Brüder drin, der Hansi Lothar, der Günter Neuze und der Horst Michael, alle drei in einem Film drin. Die habe ich sonst nie mehr zusammen gehabt. Da war ich wieder, ich war ja in meinen ersten 3 Jahren, war ich ja Assistent beim Pflegherr. Als Assistent habe ich die kennengelernt. Oh, ein Profi, die auch. Ich habe so eine Abrechnungskarte mit dem Bollwerk. Da läuft übrigens ein sehr guter zurzeit. Das ist die Nach der Morgenröte, Dennoch-Chef von Zweig. Was ist denn Ihr Mit aktueller? dem Harder in der Hauptrolle und mit der Suková. Aber von der Machart, von der Regie her, aber ich müsste es gucken, wer Regie gemacht hat, weiß ich nicht, wer das war. Der läuft vielleicht jetzt gerade noch bis Mittwoch. Wenn ihr den sehen wollt, müsst ihr noch reingehen. Der läuft jetzt schon seit 3 Wochen im Bollwerk und geht jetzt wahrscheinlich zu Ende. Manche mögen es heiß. Das ist nie mehr jemand gelungen. Das zu dem Begriff, überlegen Sie mal mit wie einfachen Mitteln. Nicht wie der Pate mit einem Riesenaufwand. Oft sind es ja die einfachen Filme, die richtig gut werden. Ja, aber Wenn man sich ja, nur, also wissen Sie, das ist ja eine Empfehlung, die ich war ja dann Dozent in Ludwigsburg. Ich habe gesagt, die größte Kunst ist weglassen. Wer nicht weglassen kann, wird nie eine Qualität erreichen. Ja. Und das hat halt der Wilder können, weglassen. Ja. Und dann aber auf den Punkt. Ja, wenn wir als Individuen, als Menschen weiterhin bestehen wollen, so dass wir mit unserem Leben zufrieden sein können, dass wir mit unseren Ambitionen, mit ihren Verhaltensweisen zufrieden sein können, das würde heißen, dass wir auch den Begriff Rücksicht nicht auf den Misthaufen werfen. Und ich habe den Eindruck, dass der Begriff Rücksicht also sehr im Schwinden ist. Dass also jeder meint oder jeder glaubt, einen Anspruch zu haben, seinen Ego-Trip gehen zu können, ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. Aber wenn man das durchdekliniert bis ins Einzelne, kann ich als Einzelner eigentlich kaum überleben. Ich bin auf das Spektrum der Mitmenschen angewiesen. Die Mitmenschen, die arbeiten wir zu. Es arbeitet mir jemand zu, der dafür sorgt, dass das Licht, der Strom da ist, wenn ich die Lampe einschalten will. Der andere ist für mich da, wenn ich zur Bahn will, dass der Zugführer da ist, dass die Bahn fährt. Das sind auf all die Menschen, wenn ich das durchdekliniere, angewiesen. Ich kann aber nicht nur sagen, ich benütze die alle als Domestik, wenn das System funktionieren soll. Ich muss dann bereit sein,
auch in dieses System hineinzuspeisen. Mit Dingen, von denen der andere profitieren kann. Und nur so kann es funktionieren. Oder wir gehen uns alle an den Hals und beißen uns gegenseitig die Kehle ab. Und das ist doch kaum erstrebenswert. Und dann ein anderer hat entweder weniger Gesundheit mitbekommen, ein bisschen weniger Verstand, hat keinen guten Ausbildungsweg machen dürfen. Also er kann in der sozialen Skala gar nicht so weit kommen wie der andere, aber soll ich da jetzt den wie ein Stück Mehl wegwerfen? Auch der gehört mit seinem kleinen Beitrag zu dem Spektrum, das ich als Mensch genießen kann. Also muss ich auch da versuchen, sozial zu denken und sagen, ja, da braucht der halt ein paar kleine Hilfen, damit er auch ein anständiges Leben führen kann. Und dieses Denken, das ist, glaube ich, ein bisschen auf die Defizitseite geraten. Was müsste man ändern? Das ist jetzt, was wird man ändern, was soll man ändern? Ich glaube, da bräuchten wir jetzt eine Wissenschaftskonferenz in Davos. Und nicht einmal die wüssten eine richtige Antwort drauf. Das Witzige ist, die Frage, die stelle ich immer wieder. Ja. Es fällt niemand was dazu ein. Da gibt es nicht, da gibt's kein, da gibt's kein kleines Rezept. Also da bin ich dann immer wieder doch verblüfft. Also wir haben sehr nahe Freunde am Starnberger See. Also das Südende vom See ist Seeshaupt. Das ist so eine Gemeinschaft von vielleicht so 12.000 Menschen. Wie dort die Nachbarschaftshilfe funktioniert, was die füreinander tun, da kann ich sagen, da würden wir uns hier in Stuttgart blamieren mit unserer gegenseitigen Hilfe. Das ist selbstverständlich, dass man da keinen stehen lässt. Ja? Und wenn sich diese Struktur vergrößern ließe, da wäre, glaube ich, schon viel mehr mit erreicht. In der Verhaltensweise ja, im mit hingehen und gemeinsam singen nicht. Sind Sie heute ein gläubiger Mensch oder kann man das irgendwie? Nee, also ich glaube, für das Rezept oder für das Plakat gläubig würde ich mich nicht eignen. Aber sagen wir, solche Grundstrukturen, die auf jahrhundertelangen Erfahrungen gewachsen sind, wie die 10 Gebote, die erlauben ein Zusammenleben. Zu denen stehe ich. Aber ich glaube, das ist das jetzt gläubig oder nicht gläubig? Eigentlich nicht. Ja?